Leute, ich bin zwar wieder Pink Plans am Plan, suboptimale Hand, aber hey, machen wir das Beste einfach mal draus. Ich search mir erstmal was. Wahrscheinlich ein Junk Synchron. Ja, doch, wäre jetzt wahrscheinlich die beste Wahl. Vielleicht noch ein specialbares Seal millen dadurch. Das wäre perfekt. Na, okay. Nicht ganz perfekt, aber hey. Ich habe eine Track als Sicherung. Mach mal. Na, was machen wir denn? Confused or what? Ah, okay. Schmeiß den ab für Quick Draw. Okay, Combo Action, genau, der geht auf Bann durch seinen eigenen Effekt. Synchro 7, 8. Macht er da draus? War klar. Ein Kataster und ja klar, Tuning Wear. Ein Kataster und der ist weg. Lol, okay, er hat wahrscheinlich gerochen. Let's see. Jetzt wäre natürlich ein Doppel-Warrior richtig gut gekommen, aber nun gut. Man kann auch nicht alles haben. Ah, let's see. I could. Ist, wie gesagt, ein sehr suboptimaler Mill gerade. Ich glaube, ich schicke einen Dandy rein. Oder irgendwas anderes. Lass mich überlegen. Oh Mann. Kann den Effekt nämlich nur in seinen Zügen nutzen. Er kann nur in seinen Zügen negieren. Oh Gott, ist der so schwer von KP? Joa. Geht doch, Dankeschön. So, wollen wir mal gucken, was ich wäre für Dandy gewesen. Dandelion, wo haben wir ihn? Ich habe ihn eben schon da. Level Eater wäre an sich ja Quatsch jetzt gerade. Falls für die Token relativ sinnvoll. Warte. Ich hol den zurück, den Level Eater, mach Synchro 5. 2 habe ich denn noch ein. Egal. Ich könnte es machen.
Ja, ich glaube, ich könnte einen Quasar raushauen. Also so, weil wenn ich jetzt nichts vergesse, dann kann ich hier ein Level. Er trollt wohl ein bisschen gerade, aber okay. So, okay. Ich brauche. Okay. Other way. Ja. Wartet. Also den brauche ich. Aber vergesse ich nicht hier was? Also ich hole den wieder, nimm ihn und einen Token weg. Habe ich noch einen? Egal. Fünf. Hyper. So, denn. Oder, wait. Anders. Mal so rum. Ich hole mir, warte mal, zwei. Zwei. Ja, so rum. So rum. Tuning. For Level 2. Five. So rum. Aber muss ich oder kann, ich weiß gar nicht. Dann ziehe ich eine, weil es meine Synchro war. Wear Effect. Da gehe ich mal von aus. Wenn nicht, dann sag's mir in den Kommentaren. Man wird nie schlauer. Man kann immer schlauer werden. So, dann. One for one. Einen abschmeißen. Denn wo ist meine Spore? Dort. Formula. Two draws. Und Spore-Effekt. So, hat eben wohl kurz geleckt. Tester. Sehr schön, so. Sync 12. Hat er Fragen? Jupp. Wie der einfach. Oh, krieg das nicht auf die Reihe. Whatever.
Ich weiß, es ist jetzt. Er wird. Ich meine, wenn er Synchrodeck so spielt, dann müsste er das eigentlich wissen. NP. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, nicht wirklich. Ja. Mama. Crazy Attack, 1-3. Und er kann natürlich zweimal angreifen. Danke. So, Gods irgendwas? Anscheinend nicht. Dark Hole Heavy, alles auf meiner Seite, sehr schön. Ich hab. Also, dass ich da aus der Hand da noch was zaubern kann, also die Reborn hat's gebracht. Das muss man ja ganz. Okay. Und ich hab sogar noch Maxi. Mal gucken, ob er hier noch was draus zaubern kann. Da bin ich ja mal gespannt. Ich denke mal, das wird ein Synchron-Deck sein, mehr. Sie abgeworfen. Mal gucken. Mal gucken, ob er was zaubert. Okay. Dandelion? Kann er da was machen? Er checkt erstmal seinen Grave, ob er da vielleicht was anderes draus machen kann. Sure. Also er muss ja mindestens zwei Sachen jetzt aufbringen, die mich vom Effekt her, oder vielmehr die den Quasar vom Effekt her zerstören oder vom Feld hieven können. Ich spiele den Chevalier, wie man hier gesehen hat, ja auch. Aber ich bin schon fast am Überlegen, den auszutauschen, eventuell für einen zweiten Quasar. Ich weiß, die Idee ist verrückt, aber trotzdem. Weil den hau ich so gut wie nie raus. Der ist halt, ja, ich sag mal, Monster, das einem Sicherheit gibt. Also es ist halt der Punkt, du kannst ja nur das benutzen, wenn du am Drücker bist. Dann kannst du nur negieren mit dem. Das ist halt das kleine Problem. Aber man muss halt, ist ja bei dem Spiel so, man muss auf die, genau auf die Details achten. Okay. Mach mal. Jetzt? Bin ja mal gespannt, also. Ich würde es ihm echt gönnen, wenn er den vom Feld kriegt. Das ist ohne Witz. Mein Gegner scheint. Ist mir persönlich gerade sehr sympathisch. Finde ich jetzt. Muss zwar eventuell noch ein bisschen was lernen, aber kommt mir sympathisch rüber. Muss ich ja an dieser Stelle mal sagen. Natürlich, wenn man den Quasar vor sich hat, dann ist man gewaltig unter Stress. Das bestreite ich nicht. Warte mal, er hatte die 3K. Ihm hat der Level Eater gefehlt. Wie gesagt, das mit dem Tuning wäre ganz interessant für mich auch, wenn man ein.
Ich meine, der Fall, das war jetzt Zufall. Ich habe keine andere Möglichkeit gerade gesehen. Wäre ganz nett, wenn ich denn nicht im Recht liege. Wenn ihr mal das sagen könntet, wer da genaues drüber weiß. Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher. Wäre halt ganz nett von euch, wenn einer davon Bescheid wüsste. Ich würde jetzt ganz spontan davon ausgehen, dass der die Synchro letztendlich macht, eine Karte ziehen darf. Okay, lasse ich ihm natürlich auch durchgehen. Quasar kommt er nicht. 2. 6. Will er da draußen machen? Mom. Reading. Also, Turbo Warrior, also, when this card attacks a level 6 or higher. Negated with Quasar. Okay, war klar. Ich meine, das hätte er anders machen sollen, wir so. Vor allem, wenn man in dem Deck hier, wenn man da nicht die passenden. Ihm hat der Level-Eater ganz eindeutig zum Dingens, zum Quasar gefehlt, wenn er den überhaupt spielt. Weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal, was als nächstes rangekommen wäre. Just for the Lulz. Okay. Moment. Moment. Das gebe ich mir jetzt nochmal. Aber. Auf Hand. Ein Pot of Everest wäre jetzt cool gekommen. Weil jetzt könnte ich an sich meine Combo machen. Wenn ich. Ach, ey. Der auf 2. Ein Traum. Ein Traum wirklich, echt. Aber gut, das wird wahrscheinlich nie mehr passieren. Er geht Rekindling, was ich besser finden würde, auf 1 oder 2. Da hätte ich noch einiges machen können. Ich könnte sogar einen Stardust holen. Warte mal, könnte ich vielleicht den Shooting Star Debris holt den? Ich mach mal, ich will mal kurz gucken. Es war eigentlich jetzt unnötig. Ich meine, ich könnte auch einen Stardust. Nein, den brauche ich so oder so. Mach ich so. Nee, wird nix. Wird nichts wirklich was mehr, ne? Orient Dragon könnte ich noch raushauen und dann auf den Stardust gehen. Oder? Warte mal, ich brauche nur die 2, ne? Ja, nur die 2, also. Wie gesagt, dann noch auf den Stardust. Das ist das Einzige, was ich hier noch hätte machen können. Wenn wir jetzt nicht den Junk Synchron benutzt hätten. Wo, da ist er. So, das war's von der Seite. Ich finde dieses Deck einfach nur genial. Ich finde dieses Deck einfach nur genial, wie ich das jetzt derzeit habe. Vielleicht für Allies, vielleicht gibt es auch ein Deck-Profile demnächst mal wieder. Ja, was sei, bis zum nächsten Mal. Also, bis dann und ciao.